Assassin's Creed Codename Red. Das wird ein Assassin's Creed in Japan und ist jetzt mittlerweile seit über einem Monat bekannt. Doch es gibt einige Punkte, einige Dinge, die in Assassin's Creed Codename Red gründlich in die Hose gehen könnten. 6 davon in diesem Video. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed und Open World Games. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo begrüßen zu dürfen. Bevor es losgeht, bedanke ich mich aber noch bei dem Sponsor des heutigen Videos, Bloodline Heroes of Lethas. Das Ganze ist ein Fantasy-RPG mit 3D-Artstyle. Du kannst dein eigenes Königreich aufbauen und Champions sammeln. Dabei gibt es verschiedene Arten, die hier habe ich jetzt schon gesammelt. Falls ihr Bloodline noch nicht ausprobiert habt, ist jetzt die beste Zeit, das Ganze zu tun, denn es gibt das größte Update aller Zeiten. Unter anderem gibt es ein neues Hybrid-System. Du kannst deine Champions anpassen, also customizen und somit auch aus verschiedenen Blutlinien Hybriden erstellen. Ergibt ja bei dem Namen des Spiels auch Sinn. Daraus entstehen dann nicht nur einzigartige Aussehensperks, sondern eben auch Talente. Neue Charaktere kommen jeden Monat ins Spiel, also gibt es da auf jeden Fall ziemlich viele weitere Möglichkeiten zu kombinieren. Ab dem 27. Oktober gibt es ein Halloween-Event in Bloodline. Daran solltet ihr auf jeden Fall teilnehmen, denn es gibt die Möglichkeit, einen Accursed Champion gratis für euch zu bekommen. Das am 7. Tag. Ich persönlich mag es ja, solche Teams von Helden aufzustellen und die zu kombinieren. Und habe jetzt auch aktuell einen coolen Tank, einen Heiler und dann 2 Damage-Dealer mit drin. Finde ich ganz nice. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier unten auf den Link in der Beschreibung klickt und das Game einfach mal ausprobiert. Ihr könnt natürlich alternativ den QR-Code scannen und damit ein Starter-Pack bekommen mit 10 Energie-Potions, 100.000 Gold und 100 Diamanten. Und wie gesagt, ein gratis Vampire-Held, den gibt es beim Halloween-Event ab dem 27. Oktober. Vielen Dank an Bloodline fürs Sponsoren des Videos und jetzt weiter mit dem gewohnten Content. Ja, im Hintergrund sehen wir von Teaser Play einen erstellten Assassin's Creed Codename Red Teaser. Das passt sehr, sehr gut als Videomaterial, wie ich finde. Die größte Angst bei Assassin's Creed Japan heißt das Video und diese 6 Punkte, die haben es wahrscheinlich in sich, weil sie natürlich die Schwächen der vergangenen ACs ein bisschen abdecken. Punkt Nummer 1, zu langer Support. Länger als 2 Jahre, im Raum stehen ja 5 Jahre Support für Assassin's Creed Codename Red und das macht es meiner Meinung nach sehr anfällig für Mikrotransaktionsausschlachtung. Haben wir ganz gut gesehen bei Assassin's Creed Valhalla, es kam Rüstungspack after Rüstungspack, noch mehr davon und so weiter. Das mündete schon fast in ein Pay to Win, da man eben mit die besten Items des Spiels für Geld bekommen hat. Das ist nicht schlimm in dem Fall, weil man es nicht braucht. Wie Assassin's Creed Codename Red dann aber aussieht, das ist nochmal was ganz anderes und man weiß nicht, ob man es eventuell brauchen könnte. Hier muss man sagen, muss AC Codename Red einfach wirklich auch sehr, sehr starke DLCs liefern. DLCs liefern, die es spielenswert machen, DLCs liefern, auf die man Bock hat, die einen Mehrwert bieten und nicht einfach nur da sind, damit mehr Geld verdient wird. Das ist ein großes Problem und kann meiner Meinung nach echt nach hinten losgehen. Vor allem, wenn man sich überlegt, ey, 5 Jahre Support, das muss halt finanziert werden. Ja, also da führt kein Weg dran vorbei. Nachdem man bei Valhalla gesehen hat, wie die Mikrotransaktionen abgehen, wird man das vermutlich auch bei Codename Red versuchen in irgendeiner Form. Ich hoffe mal nicht. Übrigens hier noch ein anderer Teaser von Teaser Play zu AC Infinity auch in Japan. Punkt Nummer 2. Zu steife Animationen der Gesichter. Mimik, das ist ein Problem in den Assassin's Creed Games und zwar aus folgendem Grund. Ich selbst durfte ja schon synchron sprechen für Assassin's Creed Valhalla. Du bist im Studio, du sprichst nicht auf eine Lippenbewegung, sondern du sprichst einfach und die Ingame-Engine, die rendert dann die passende Mimik und die Mundbewegung dazu. Dass das nicht so gut klappt, das ist ja klar. Es wäre aber auch super aufwendig und extrem teuer, das Ganze manuell zu machen. Und es ist schon natürlich so ein Abwägen, macht man es nur auf Englisch, dafür mit genialer Mimik, oder macht man es in allen Sprachen, also sehr verfügbar für jeden und man ist nicht auf Untertitel angewiesen wie bei Rockstar. Wo ist da der goldene Schnitt? Wo ist die perfekte Mitte? Ich weiß es nicht. Ich persönlich mag die deutsche Lokalisierung sehr, sehr gerne, finde es deswegen den besseren Trade-off und habe lieber ein bisschen schlechtere Mimik, aber ich habe die Hoffnung, dass bei AC Infinity, was ja nun frühestens 2024 rauskommt, da soll es wahrscheinlich rauskommen, natürlich ja, Next-Gen wird. Es wird ein reiner Next-Gen-Titel in der Hoffnung, dass darunter dann auch eben solche Berechnungen besser durchgeführt werden. Ist vielleicht ein bisschen blauäugig, weil aktuell kann es ja technisch auch schon umgesetzt werden, aber man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Punkt Nummer 3 und da sehen wir natürlich hier die wunderschöne Open World. Ich wünsche mir weniger überflüssige Open-World-Aufgaben. Assassin's Creed Valhalla hat vorgemacht, wie es nicht
schlecht geht mit der Open World meiner Meinung nach an vielen Stellen. Die Open World ist einfach sehr, sehr repetitiv. An vielen Stellen denkt man sich, warum mache ich das hier? Welchen Sinn hat das? Und dann gibt es wieder Aufgaben, die super cool sind. Irgendwie, I don't know, Winnie the Pooh oder so. Das hat dann schon Bock gemacht. Aber nicht falsch verstehen, die meisten Open World Aufgaben waren sinnlos. Ja, dann war irgendwo so ein verfluchtes Ding abschießen und das war's. Ja, dann war der Horcrux zerstört und ab in die nächste Aufgabe und man hat nichts bekommen. Wirklich von Wert gab es da nichts. Und da hat Assassin's Creed Valhalla schlecht vorgelegt, meiner Meinung nach. Das sollte geändert werden. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze natürlich in Assassin's Creed Mirage jetzt aussehen wird. Wird das da weniger, denn das Spiel soll ja deutlich kleiner sein. Dazu passend hier ein AC1 Remake von Teaser Play. Ich bin extrem gespannt. Das kann echt in die Hose gehen. Weiter mit Punkt Nummer 4. Schlechtes Balancing von Aktivitäten, speziell meine ich Missionen und deren Narrativ. Denn Assassin's Creed Valhalla hatte ziemlich viele, ziemlich spannende Missionen. Gerade der Anfang war stark, das Ende war stark, aber in der Mitte gab es einen gigantischen Leerlauf. Wir hatten teils eine richtig gute Pace von Missionen in, I don't know, zum Beispiel Londinium, in London. Und dann ging es wieder ins Nichts und dann gab es wieder was Spannendes und dann Ewigkeiten Langeweile. Mir hat da so ein bisschen diese dauerhafte Spannung gefehlt. Der Leerlauf war zu krass meiner Meinung nach und ich hoffe, dass in Japan das Ganze anders wird, denn es wird ja das größte Assassin's Creed aller Zeiten werden. Das ist ja schon so geteased worden und mit dem größten AC aller Zeiten haben wir natürlich die große Gefahr, einerseits überflüssige Open-World-Aufgaben zu haben, andererseits aber auch eben Missionen zu haben, die sich einfach nur strecken, um Missionen zu sein und nicht um eine Geschichte zu erzählen. Und das ist ein großes Problem in Assassin's Creed Odyssey und Valhalla gewesen. Auch Origins hatte schon so ein paar Strecker, ein paar sind ja auch okay, aber man sollte halt irgendwo dann den Schlussstrich setzen und sagen, okay, wir machen jetzt nicht eine Mission rein, damit dann noch eine Mission ist, damit 70 Stunden Spielzeit erreicht werden. Finde ich super wichtig. Der nächste Punkt, der ist meiner Meinung nach ziemlich einleuchtend. Vor allem natürlich für Fans von alten Games wie, nicht von alten Games, von Games wie Dark Souls oder so. Das Spiel könnte zu leicht sein. Ein Game, was zu leicht ist, ist viel zu schnell durch, hat einen zu geringen Wiederspielwert, hat mangelnde Spieltiefe. Was ich mir also eigentlich wünsche, ist nicht nur Gegner, die mehr Schaden machen oder sowas, sondern eher Spieltiefe, wie man es von einem Witcher kennt oder von einem Elden Ring. Das bedeutet Wiederspielwert für mich. Die Möglichkeit, eine andere Skillung zu bauen, die Möglichkeit, im New Game Plus einen komplett anderen Ansatz zu nehmen. Die Möglichkeit, vielleicht auch Entscheidungen anders zu treffen, das ist jetzt aber gar nicht so der Punkt, sondern mehr wirklich einen Tiefgang zu schaffen. Und das ist auch eine extrem schwierige Aufgabe, denn einerseits will man diesen Tiefgang für vielleicht Hardcore-Fans und andererseits hat man dann das Problem, dass es andere abschreckt, Leute abschreckt, die neu in dieses Franchise rein wollen oder generell neu vielleicht im Open-World-Rollenspielmarkt sind. Und klar ist ja, das wird ein Open-World-RPG, das ist ja auch schon so bestätigt. Also von daher muss man meiner Meinung nach Spieltiefe schaffen, um 5 Jahre Motivation zu bringen. Valhalla hat für mich diese Spieltiefe nicht. Odyssey wiederum hat es besser gemacht durch das Equipment-System, durch das Paragon-System, was interessanter war als eben das von Valhalla, wo du einfach nur stumpf in die Mitte investierst. Das war ein bisschen zu leicht für ein so lange supportetes Game und vielleicht führt man einfach eine Art Endgame-System ein, ne? Man ist Level 5, 1 bis 50, ist progressiv, relativ okay zum Einsteigen und dann kommt aber so ein Paragon-System ins Spiel, was super komplex sein kann und die Leute, die da keinen Bock drauf haben, die sind raus, die haben die Story gezockt und die, die eben den Tiefgang brauchen, die werden da bedient. Fände ich vielleicht ein ganz cooles Trade-off, hat auch Vor- und Nachteile, keine Ahnung. Und der letzte Punkt für mich, keine guten Plots, keine guten Plot-Twists, keine guten Cliffhanger. Das ist durchaus möglich, vor allem wenn man bedenkt, es könnte sein, dass Assassin's Creed Codename Red das einzige Japan-AC wird. Und unter der Prämisse ist es natürlich wahrscheinlich, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt hier keinen krassen Cliffhanger ein, keinen Plot-Twist, der zu heftig ist für ganz AC, sondern es ist einfach eins von vielen Assassin's Creeds. Und da muss man natürlich sagen, das wäre extremst schade. Einen guten Plot-Twist, den vermisst man wahrscheinlich seit einigen ACs und er hätte super spannend werden können. Irgendwo ist das auch geworden jetzt mit Valhalla. Ich will jetzt nicht spoilern, für die, die es noch nicht durchhaben, auch wenn das Spiel 2 Jahre alt ist, aber nach dem Ende könnte was richtig Cooles passieren. Mit der Ankündigung von Mirage
ist aber eigentlich klar, dass das nicht weiter ausgebaut wird, was da eingeläutet wurde. Und da jetzt sowieso der Modern Day getrennt wird von den historischen AC-Settings, wird sich das vielleicht nochmal verändern. Wer weiß, was da noch passiert, aber die Plot-Twists, die waren nicht ganz so krass. Manchmal gab es ein paar interessante Wendungen. Auch in Valhalla gab es die durchaus, das will ich nicht abweisen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Assassinen jetzt wirklich nach Köln gegangen sind, wie es überall eben geteased wurde. Aber ja, das könnte auch eine große Gefahr sein von Assassin's Creed Codename Red in Japan. Ich persönlich freue mich riesig darauf, möchte aber auch natürlich immer mal so ein bisschen aufzeigen, was sind die Gefahren des Ganzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu euren Senf abgebt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt und lasst gerne hier unten noch einen Klick da und supportet mich beim Sponsor des heutigen Videos. Das würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis später, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren für mehr Assassin's Creed Content. Ciao, euer V. Macht's gut. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.